Jeder Tag fängt mit einem guten Frühstück an. So auch im Manantara Hotel in Bangkok. Wer hier nichts findet, der sollte besser zu Hause bleiben. Der Pool lockt, doch wir haben eine Ganztagestour gebucht. Der freundlichen Aufforderung, doch bitte schön die Kois mit den bereitstehenden Pellets zu füttern, kann Brigitte natürlich nicht widerstehen. Soll ihr auch Glück bringen. Zur Besichtigung Bangkoks haben wir wieder einen deutschsprechenden, belesenen Reiseführer an unserer Seite. Der Bus, ja, auch neuer Modell, ja, von Toyota. Der japanische Bus, ja. Der Königspalast, der riesige, liegende Buddha und einiges mehr werden im Schnelldurchgang abgehakt. Ist ja kein Strandurlaub, sondern Sightseeing. Erholung am Meer steht erst ab morgen auf dem Programm. Ein Besuch in einer Markthalle und schon bekommen wir Hunger. Ein offenes, einheimisches Restaurant und unser Guide weiß genau, was er uns empfehlen kann. Ja, weil essen wir die Suppe
zu den Reis. Dann ist nicht erstmal die Suppe und dann nachher Hauptgericht, ja. Aber die Suppe bei uns. Wir bestellen kreuz und quer und allen schmeckt es. Nach einer kurzen Pause geht es weiter zu den Booten für unsere gebuchte Fahrt durch die Glongs von Bangkok. Das aber erst im nächsten Video.